Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch im Namen von Swiss Ice Hockey und U Sports Development zum vierten Torhüter-Online-Workshop. Heute mit einem ganz speziellen Thema und natürlich auch sehr interessant. Aus dem Frauen-Eishockey, das Mädchen im Tor einer Männermannschaft. Zudem begrüße ich euch ganz herzlich, Sophie Antematten. Sophie hat eine super Karriere hingelegt und ist immer noch aktive Torhüterin. Sophie hat 5 WMs bestritten, war an 2 Olympischen Spielen dabei, Sochi und Vancouver, war auch dabei bei der Bronzemedaillengewinn, war eine der ersten Torhüterinnen, die gegen einen National League Club gespielt hat und ist immer noch aktuell beim EHC Saastal. Und nebenbei ist sie noch U9 bis zum U20 im Coaching tätig. Und ja, ich freue mich sehr, bist du heute da, Sophie. Du wirst bestimmt einige gute, interessante Geschichten aus deiner Zeit erzählen und gibst sicher auch einige gute Tipps, wie man eben mit Mädchen im Nachwuchs arbeiten sollte. Mein Name ist Thomas Bäumle und ich bin heute euer Produzent. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bitte euch, die Kameras auszustellen, damit die Referenten nicht gestört werden. Bevor ich das Wort an Sophie geben möchte, möchte ich nochmals euch mit der neuen Lernplattform sensibilisieren. Die Frage ist ja, wie lernen Athleten und Trainer heute überhaupt und auch in der Zukunft? Oder anders gefragt, wie vermitteln Trainer heute und in der Zukunft? Ist es einfach die Pandemie, die uns fordert, oder können wir auch diese Technologie für die Zukunft nutzen? Ich möchte euch aufzeigen, dass wir uns Gedanken machen, innerhalb der Lernmittelstrategie einen Platz zu finden für Webinars oder Online-Workshops. Nämlich Bedürfnisse zu wecken von leichter, effizienter Ausbildung, aktuelle und interessante Inhalte aufzubereiten und kostengünstig zeitlich von uns Produzenten für euch Teilnehmer, sei es Athlet oder Coach, zu präsentieren. Vielleicht gelingt es uns, einen Kalender parallel neben den anderen Ausbildungsmodulen anzubieten, mehrsprachig aufzubereiten, in den Systemen wie Ausbildungsstruktur oder Label einzubinden und verschiedene Zielgruppen zu definieren, sei es der Athlet oder der Trainer oder weitere Zielgruppen, die Bedürfnisse haben an Ausbildung. Ich bin überzeugt, mit eurer Unterstützung kann dieses Bildungsformat eine Ergänzung werden zum Standardformat. Wichtig ist natürlich auch, dass wir den Zusammenhalt und den Austausch weiterhin pflegen. Ich bin sicher, so ein neues Bildungsformat hat durchaus seine Stärken, seine Schwächen, Chancen und Gefahren. Dieses Format ist zeiteffizient, repetitiv möglich und in klarer Struktur einfach aufbereitet. Natürlich hat jede Lernform auch seine Schattenseiten. Interaktion und Emotionen sind limitiert. Der Kontakt zwischen den Teilnehmern, sich gegenseitig zu motivieren und die sozialen Momente zu genießen, all das sind die Kehrseiten dieses Formats. In diesem Sinne glaube ich, dass der Methodenmix für die Zukunft ein Format sein kann für Trainer
und Athletenbildung und diese noch effizienter zu gestalten und voranzutreiben. Helft mit, liebe Coaches, diese Ausbildungskultur zu entwickeln, während, aber auch nach der Pandemie. Wir sind am Lernen. Darum vielen Dank fürs Verständnis, wenn nicht gerade immer alles hundertprozentig abläuft. Auf dieser Seite möchte ich euch zeigen, wo ihr unsere nächsten Torhüter-Online-Workshops einsehen könnt und ebenfalls für die nächsten Workshops anmelden könnt. Unter der Seite Swiss Ice Hockey, unter Development, Trainerbildung, Webinare, Workshops, Goalie-Workshops findet ihr den Weg zu unserem Angebot, das hoffentlich erweitert wird. Unter dem Link könnt ihr auch die verpassten Workshops nachschauen. In unseren Online-Workshops haben wir drei Rollen. Der Produzent, er führt sowie moderiert und ist zuständig für die Technologie während des Workshops. Der Referent, er soll sich auf den Inhalt konzentrieren können und wird am Schluss die Fragen beantworten. Und die Teilnehmer als Zuhörer und hoffentlich mit Fragen am Schluss in der Diskussion. Zudem bitten wir die Zuhörer, die Mikrofone während der Präsentation auszuschalten und nur in der Diskussion bei einer Frage wieder einzustellen. Vielen Dank für das Verständnis. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen bei einer möglichen neuen Lernform mit interessantem Inhalt und hoffentlich bei einer effizienten Athleten- und Trainerbildung. So, also auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Ich freue mich sehr, euch dies vorzustellen. Ich danke auch Dömo, dass ich das abhalten kann oder machen darf. Ist für mich nicht selbstverständlich und ich schätze dies auf jeden Fall sehr. Zu diesem Thema möchte ich euch nur kurz erwähnen, dass ich gerne auch ein bisschen über meine Geschichte, was ich so ein bisschen erlebt habe, ein bisschen erklären werde. Zum Thema, einen Moment bitte, muss ich gerade schauen, wo ich dann bin. Zwar hier, ja, genau. Beim Inhalt, ich denke, dass es cool ist, wenn ich euch ein bisschen erzähle, auch aus Sicht vom Coach, wie es ist, ein Mädchen zu integrieren, eine Torhütermädchen, auch aus Sicht von dem Mädchen selbst. Dann die Chancengleichheit, ja, es ist immer wieder die Rede, müssen Mädchen mehr leisten, mehr können, ist ein alltägliches Thema, das ich sehr viel höre, werde ich auch noch etwas Kleines erzählen. Dann haben wir die Voraussetzungen oder das Profil des Mädchens, also quasi einfach gesagt, was muss das Mädchen mit sich bringen, damit es den Anforderungen dementsprechend auch entspricht. Für ein Torhütermädchen. Und ja, in letzter Zeit hat man sicher auch sehr viel gelesen in den Medien betreffend den Frauenzyklus, das Anpassen im Training. Vor allem, ich glaube, der FC Chelsea mit der Fabiola Bachmann ist ein gutes Beispiel. Die haben dort auch sehr viel in den Medien bekannt gegeben, wie sie den Trainingszyklus oder die Trainingsphasen anpassen an den Frauenzyklus. Also von daher, dort werde ich auch etwas Kleines erzählen. Und dann zum Schluss, ich glaube, das nehme ich dann eher ein bisschen in die Fragen hinein, wo ihr mich dann sicherlich auch bombardieren könnt mit Fragen, wo ich gerne einige Beispiele vielleicht auch erzählen möchte, wie ich es erlebt habe, in einer Männermannschaft zu sein.
Also als erstes komme ich direkt zur Integration eines Mädchens, wie der Coach am besten das Mädchen integriert. Und da habe ich vor allem das Vorgehen. Ich finde wichtig, dass ein Coach schon von Anfang an sich auch Gedanken darüber macht, wie kann ich eventuell ein Mädchen integrieren, wie ist das möglich, wie kann ich die Konflikte schon von Anfang der Saison aus dem Weg gehen. Darum ist es auch wichtig, finde ich, für den Coach, dass er sich schon von Anfang an Gedanken darüber macht, wie will ich das angehen, Anfang Saison schon. Und das kann auch beziehungsweise sein durch Einzelgespräche mit dem Mädchen führen, was man ja heutzutage sehr öfter sieht, dass man sicherlich auch Einzelgespräche mit den Jungs sowie eben auch mit dem Mädchen führen sollte. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die Verhaltensregeln von Anfang an klarstellt. Also, dass man eigentlich schon weiß, dass das Mädchen eigentlich schon von Anfang an weiß, was muss ich beachten, was möchte der Coach von mir? Was sind die Regeln, die ich einzuhalten habe? Das ist ganz, ganz wichtig. Dann finde ich auch, es sollten Regeln aufgestellt werden, die keine Ausreden also benötigen. Aber nicht, dass das Mädchen oder nachher immer sagen kann, ja, aber ich habe doch das nur so und so gemacht. Also wirklich versucht, einfache Regeln aufzustellen, die einfach keine Ausreden benötigen. Und dann habe ich noch, was ich ganz wichtig finde, was passiert beim Regelmissbrauch, dass man dort eben auch klare Regeln aufstellt, hey, die Regel wurde missachtet, aus diese Konsequenzen muss getragen werden, sagen wir es mal so. Und dann, was ich gut finde mit den Verhaltensregeln, es sollte ja nicht immer nur Regeln geben für das Mädchen. Ich finde auch, es sollte Regeln geben, dass die Jungs einhalten sollen, weil schlussendlich sind wir ein Team und das Team braucht immer wieder Regeln, aber es soll Regeln geben für das Mädchen, sowie auch Regeln, die eingehalten werden sollen für die Jungs, weil sie wissen, ja, ist ein Mädchen im Team, okay, wir haben unsere Regeln auch, wie wir das handhaben sollen, wenn zum Beispiel ein Mädchen duschen geht und, und. Also einfach wirklich klarstellen von Anfang an, was sind die Regeln. So, nachher haben wir das nächste, finde ich, ein ganz interessantes Thema, das Garderobenleben. Also ich denke, beim Garderobenleben heutzutage sieht man es viel, dass die Mädchen nicht in der gleichen Garderobe umziehen wie die Jungs. Aus meiner Erfahrung her, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen zwiespältig, ob das wirklich gut ist, wenn das Mädchen sich wirklich alleine in der Garderobe umzieht und dann einfach nur aufs Eisfeld geht und spielt und wieder zurück in die Garderobe kehrt und sich umzieht, auslauft, duscht und wieder nach Hause geht. Weil ich finde einfach, im Garderobenleben, das hört man immer wieder in den Mannschaftssportarten, das ist etwas vom Schönsten, was man erleben kann in der Garderobe. Man hat es lustig, man lebt die Emotionen zusammen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das Mädchen dort sich auch einbeziehen kann. Und deswegen denke ich, eher ist es gut, wenn man sagt, okay, man hat Garderobe eigene für das Mädchen, zum Beispiel, dass wir sagen, die Unterwäsche oder geduscht wird in der Schiedsrichtergarderobe und danach kann es zurückkehren in die Garderobe, wo die Jungs sich auch auffinden. Weil ja, man will ja schlussendlich auch dazugehören und nicht irgendwie eben ein Außenseiterin sein. Von daher, ich meine, wir haben mittlerweile auch so gute Stadions in der Schweiz, wo es sicher auch möglich ist, eben diese Regel oder das Garderobenleben mit einzubeziehen und vielleicht eben den Schiedsrichtergarderobe sich umziehen. Und wenn es dort dann nicht gehen würde, ist es auch noch möglich, dass man vielleicht schnell die Unterwäsche auf der Toilette umzieht. Habe ich auch schon erlebt, ist also alles kein Problem. Ich glaube, wir Mädchen sind dort ziemlich flexibel. Aber ja, und mittlerweile die Coaches, wir sind auch nicht mehr eine Seltenheit, dass wir nur noch 1-2 Mädchen sind, die mit den Jungs spielen in der Schweiz. Also ich glaube, der Gastgeber, die kann man dort darauf ansprechen und die wissen auch, okay, heute kommt zum Beispiel ein Mädchen, dann müssen wir vielleicht eine Garderobe noch zur Verfügung stellen, ist also absolut kein Problem. Ich denke immer, wenn man dort miteinander kommuniziert, ist das alles ein bisschen viel einfacher. Und dann, was zu beachten ist, für mich ist es wichtig, dass der Coach das Mädchen vor allem anschaut, wie es ein Junge wäre. Dass es nicht ein irgendwie
ein Außenseiter ist, jetzt nur weil es ein Mädchen ist, sondern versuche wirklich als Coach das Mädchen auch so zu behandeln, als wäre es ein Junge. Und dann, was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, versucht die Privatsphäre von einem Mädchen zu beachten. Sei es eben, wenn es gerade in der Umkleidegarderobe ist, wo es sich duscht oder umzieht, dass man es vielleicht versucht, eher vorher anzuklopfen, bevor man dann einfach eintretet. Weil es kann immer auch ein bisschen zu Konflikten führen und denen kann man eigentlich einfach aus dem Weg gehen, wenn man diese Sachen beachtet. Und das finde ich eigentlich auch noch ein bisschen respektvoll gegenüber den Mädchen. Dann, was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist das Vertrauen. Der Coach sollte dem Mädchen das Vertrauen schenken und ihm sagen, hey, egal ob du ein Mädchen bist oder ein Junge, oder versuche einfach dich zu sein, versuche einfach raus aufs Eisfeld zu gehen und spiele. Ich vertraue dir und ich schenke dir 100%, stehe ich hinter dir, weil sonst würde ich dich nicht spielen lassen. Also versucht ihm das wirklich so rüberzugeben, dass es das Vertrauen von euch bekommt. Dann, ich habe da noch einen schönen Spruch aufgeschrieben, she is part of team, no outsider. Also ein wirklich groß zu beachten für die Coaches, versucht wirklich sie ins Team zu integrieren und nicht so nebenbei auf der Seite zu lassen, dass sie das Gefühl hat, sie ist ein Außenseiter, nur weil sie ein Mädchen ist. Zur Integration, wie sich das Mädchen könnte integrieren. Ich weiß nicht, bei der Abbildung seht ihr Shannon Zabados. Sie ist eine von den weltbesten Torhüterinnen und sie spielte auch jahrelang mit den Jungs und in Männerteams, hat auch die Chance, mit den National Hockey League zu trainieren. Und ich finde, das Foto oder das Bild symbolisiert, wie viel Freude man haben kann, wenn man es im Team gut hat, wenn sich das Mädchen gut integriert und wenn die Regeln für beiden Seiten klar sind, für Jungs und Coach und eben auch das Mädchen. Wie sich das Mädchen am besten integriert, das Verhalten, versuche einfach du selbst zu sein und wichtig, einfach. Nachher, die Verhaltensregeln müssen klar sein, das betrifft eben Coach zum Mädchen und die Jungs zum Coach. Also wirklich, der Coach nimmt dort eine Verantwortung ein, versucht die Regeln klar aufzustellen. Ich finde es noch cool, wenn man vielleicht die Regeln zusammen ausarbeitet. Das heißt, man macht 3-4 kleine Regeln aufstellen, aber man lässt das Mädchen auch die Regeln mit ausarbeiten. Somit ist das sicher auch einfacher und verständnisvoller. Dann haben wir keinen Ausschluss. Damit ist eigentlich gemeint, versuch dich als Mädchen in das Team zu integrieren. Also wirklich, versuch nicht irgendwie, wenn wir draußen vor der Eishalle aus irgendeinem Grund warten müssen, dich in eine Ecke zu verkriechen und sagen, oh, ich bin ein Mädchen. Die möchten sicher nicht, dass ich mit euch zusammen im Team, also in der Gruppe bin, darum schließe ich mich ein weniger aus. Nein, versuche genau mitzumachen, habe Spaß mit den Jungs, weil egal, auch wenn mal eine Aussage vielleicht nicht immer passend ist oder richtig, das spielt doch keine Rolle. Hauptsache, du versuchst dich zu integrieren. Sie mögen dich dann schon. Das ist absolut kein Problem. Dann keine Extravaganz. Ist noch ein Witz, eine gute Sache, weil ich finde, versuch, wie gesagt, beim Verhalten so einfach wie möglich zu sein. Und das hat auch ein bisschen den Bezug auf die Extravaganz. Also wirklich keine Spezialwünsche. Wie die Jungs auch, versuche dich nicht abzuheben, nur weil du ein Mädchen bist. Versuche ganz einfach, nicht Spezialwünsche zu haben oder ich bin ein Mädchen, ich brauche dann noch eine andere Toilette zum Beispiel. Also wirklich, wirklich keine extra Wünsche. Und zum Schluss habe ich dann noch Stay on the Ground geschrieben. Steht ein bisschen für die Überheblichkeit, weil ich glaube, es gibt Tage, da spielst du vielleicht besser im Tor, dann gibt es Tage, bist du vielleicht weniger gut oder gewinnst mal ein Spiel, weil sie gewonnen haben, weil du irgendwie 60 Schüsse gehalten hast von 61 Schüssen. Und dann versuche wirklich nicht überheblich zu sein, versuche einfach zu sagen, du kannst das Lob annehmen, wenn sie kommen und sagen, hey, cool, du hast super gehalten, wir sind stolz auf dich. Aber versuche nicht, von oben herabzuschauen und denke nicht, jetzt bin ich etwas Besseres oder so. Versuche wirklich,
auf dem Boden zu bleiben, ruhig zu sein und wieder auf das nächste Spiel zu denken und dort wieder deine Leistungen abzurufen. Hier habe ich auch noch einen Spruch, be yourself, focus on hockey and not else. Also sei du selbst, versuche den Fokus auf das Hockey zu haben, weil das ist ja unsere Leidenschaft, und versuche nicht an irgendwie andere Gedanken zu kommen. Also wirklich fokussiere dich auf deine Leidenschaft und dann wird sicherlich alles gut gehen. Die Frage immer wieder, müssen Mädchen mehr leisten, höre ich immer oft, wo viele sagen, Mädchen müssen mehr leisten, es ist einfach so und es gibt keine Analysen oder irgendetwas, das beweisen kann. Ich finde, wenn man im Bild sieht, Alina Müller hat es noch gut beschrieben in einem Statement, wo sie mal, ich glaube, Watson war das, wo sie das die Aussage gemacht hat, ich musste in jedem einzelnen Training Vollgas geben, musste beweisen, dass ich besser bin als die Jungs. Ich finde, das ist sehr ein gutes Statement. Warum, komme ich dann später noch darauf zurück. Und zwar, ich habe die Leistung von dem Mädchen an drei Teile aufgeteilt. Das erste Teil ist das Mädchen. Also, was denkt das Mädchen, was muss es leisten? Da habe ich die körperliche Voraussetzung genommen, Gefühl von Mädchen sein, unerwünscht und den Umgang mit Druck. Also wir Mädchen haben ja einen anderen körperlichen Körperbau, körperliche Voraussetzung. Aus diesem Grund ist es ganz normal, dass das Mädchen mehr leisten oder mehr trainieren muss, sagen wir das mal so, nicht leisten, sondern trainieren muss. Das Mädchen muss einfach, sagen wir, zum Beispiel bei mir selbst, ich muss immer ein Drittel bis sogar fast die Hälfte mehr Trainings machen oder im Sommertraining mehr Gas geben, dass ich überhaupt auf die Leistung komme, was die Jungs erbringen können. Damit meine ich das ein wenig. Danach habe ich das Gefühl von Mädchen sein. Ich glaube, das Mädchen hat mit sich selbst ein bisschen zu kämpfen, mit dem Gedankenspiel des, ich bin ja noch ein bisschen, ich bin nicht unter den Mädchen selbst, ich bin unter den Jungs. Manchmal habe ich das Gefühl, bin ich vielleicht unpassend in diesem Platz hier. Nicht, dass sie mich nicht mögen, aber gerade jetzt passe ich vielleicht nicht in die Situation hinein. Sei es ein Beispiel, wie zum Beispiel die Jungs, die reden ja manchmal in dem Teenie-Alter auch über Mädchen und das gehört einfach dazu. Und da haben ja die Jungs auch nicht immer Interesse, wenn ein anderes Mädchen mit dabei ist. Und so habe ich das ein bisschen das Gefühl, dass das Mädchen denkt, ich bin im Moment ein bisschen unerwünscht. Dann der Umgang mit Druck. Dadurch, dass das Mädchen in einem Jungsteam spielt, setzt es sich wahrscheinlich sehr viel selbst auch mehr unter Druck, weil es will ja dem Team und dem Coach und den Verantwortlichen und den Zuschauern zeigen, hey, schaut auf mich her, ich bin gut, ich bin ein Mädchen und ich kann mithalten. Ich will es euch beweisen. Und darum denke ich, dass das Mädchen sich sicherlich auch ein bisschen mehr unter Druck stellt, selbst. Und zudem, das, was von ihr erwartet wird, das wird sie natürlich sicherlich auch spüren, wo sie sagt, ja, die denken sicher von der Zuschauertribüne hinunter, die Eltern, wo Zuschauer kommen und sehen, dass ein Mädchen im Tor ist und denken, oh, heute ist ein Mädchen im Tor, etwas Außergewöhnliches, es gibt es ja nicht viel in der Schweiz. Schauen wir mal zu, wie die spielt. Also es gibt auch ein bisschen einen Druck, wo von außen kommt, aber das sollte eigentlich das Mädchen nicht beeinträchtigen, weil das stört ist sie nur. Deshalb, es hat aber auch ab und zu mal die Gefühle, es kann völlig normal vorkommen. Dann beim Team ist es so, dass, ich habe da drei wieder aufgeschrieben, es ist Neid und dann ist ein Eishockey, ist eine Männersportart und dann die dummen Aussagen. Es ist alles ein bisschen, es gehört alles ein bisschen zusammen. Nehmen wir ein Beispiel, ich und mein Mitstreiter auf der gleichen Position zum Beispiel sind gleich gut. Und irgendwie, oder ich bin vielleicht ein bisschen besser als der andere Torhüter. Dann kann es manchmal vorkommen, dass der zweite Torhüter oder der nebenan mir ist, ein bisschen neidisch wird auf mich, weil er denkt, ja, ist ein Mädchen, das kann doch nicht sein, dass es besser ist als ich und. Und da kann halt er jetzt überlegen und denken, okay, was muss ich machen, dass ich besser werde? Werde ich besser, indem dass ich mehr trainiere, mehr Gas gebe und dem Coach zeige, dass ich besser bin?
Somit steigere ich die Challenge zum Mädchen ein wenig auch an. Oder sage ich, oh nein, ich bin zu faul und ich versuche sie ein bisschen anders herunterzubringen, indem dass ich sage, ich versuche sie im Team ein bisschen auszugrenzen, ein bisschen dumme Wörter zu sagen oder dumme Aussagen zu machen oder eben, wie ich da geschrieben habe, Eishockey ist ein Männersportart, geh doch lieber tanzen, Ballett oder Turnen oder so. Aber es kann vorkommen. Darum habe ich immer das darauf geschrieben, dass ich denke, das passt so perfekt. Neid, Männer, Eishockeysportart und dumme Aussagen. Das ist so ein wenig von dem, was die Leistung beeinträchtigen kann oder warum es sich vielleicht mehr leisten sollte. Dann haben wir den Coach. Und zwar beim Coach habe ich geschrieben, die weniger Toleranz. Also ich denke, durch das wir halt Regeln haben und der Coach schenkt dem Mädchen ein Vertrauen, zeigt, hey, ich bin bereit, ein Mädchen ins Team aufzunehmen, zu meinen Jungs, muss sich der Coach völliges Vertrauen dem Mädchen schenken. Und das Vertrauen darf einfach nicht missbraucht werden. Und weil er will ja den anderen eigentlich quasi zeigen, hey, es geht, wenn ein Mädchen mit dabei ist. Das ist absolut kein Problem. Und daher denke ich, ist es ein bisschen hat er weniger Toleranz, weniger Spatzung zwischen, wenn es jetzt ein Junge wäre. Dann bei Entscheidungen, Junge oder Mädchen. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen beim Spielerischen her. Zum Beispiel, welcher sollte jetzt spielen? Sollte heute genau, oh, heute spielen wir zum Beispiel gegen Langnau. Sollten wir dann der Junge spielen lassen oder das Mädchen? Es kommt ja auch immer auf die Qualitäten drauf an. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und dort muss der Coach sich entscheiden, für welches Spiel, wenn beide gleich gut sind, sage ich jetzt mal, muss der Coach abschätzen, wem liegt das Spiel vielleicht ein wenig besser. Wer hat dort ein bisschen Stärken, was besser zu diesem Spielfluss passt als das andere. Und anhand von dem sollte er entscheiden. Auch an die Coaches würde ich vielleicht mal so einen Gedankenstoß gerne hingeben, wie es ist, zum Beispiel, wenn man ein Tryout hat. Jetzt Ende Saison gibt es ja viele Tryouts, wo vielleicht sich 5 Torhüter angemeldet haben für 3 Positionen oder 3 freie Plätze. Und eines von diesen 5 Torhütern ist ein Mädchen und 4 Jungs. Und jetzt zum Beispiel ein Torhüter fällt schon mal weg, weil er weniger gut ist, wo man sagt, okay, der fällt schon mal nicht in die engere Auswahl. Dann hat man aber 4, die genau gleich gut sind und es sind 3 Junge und ein Mädchen. Für wen entscheidet ihr euch? Würdet ihr eher 2 Jungs nehmen und ein Mädchen oder nehmt ihr dann die 3 Jungs? Also es sind immer so schwierige Sachen, Entscheidungen, die zu fällen sind, die es für den Coach natürlich auch nicht einfach machen. Und bei den Erwartungen, ja, das ist eigentlich alles schon ein wenig gesagt. Ich denke, durch das, dass man dem Mädchen auch ein bisschen mehr Vertrauen schenkt oder man ist mehr für sie da, ist die Erwartung natürlich auch hoch, weil man möchte ja auch nicht enttäuscht werden. Man möchte ja auch zeigen, hey, auch die Mädchen können etwas. Wir möchten die Mädchen auch unterstützen und ihnen die Schulter oder ja, einfach helfen. Und somit sind die Erwartungen sicher auch da von Coaches Seite an das Mädchen. Und eben, ich komme jetzt noch zum Schluss zurück zum Statement von der Alina Müller. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das perfekt, wie sie es wirklich gesagt hat oder beschrieben hat dort. Ich finde nicht unbedingt, dass Mädchen mehr leisten müssen. Ich denke einfach, dass die Mädchen sich mehr beweisen müssen. Also es ist nicht eine Leistung ungefähr, dass sie mehr machen müssen, sondern sie müssen sich mehr beweisen. Sie müssen in jedem Training, in jedem Spiel, sie müssen immer Vollgas geben, immer zeigen, hey, ich bin da und ich bin bereit und ich bin genau gleich gut wie die Jungs. Komm, lass mich spielen und wirklich auch geduldig sein, mal einfach abwarten können. Vielleicht, wenn dann wieder deine Zeit ist zum Kommen, dann müssen sie bereit sein und dann zeigen, was sie können. Also ich denke eher, es ist ein Beweisen als ein Mehrleisten. So, dann habe ich das Profil des Mädchens. Ich finde, was das Mädchen eigentlich alles mit sich bringen sollte, die Voraussetzungen, die es haben sollte, damit es sich auch durchsetzen kann in einer Männermannschaft oder mit den Jungsteams, vor allem in der Nachwuchsstufe.
Also ehrgeizig muss sicherlich jeder sein. Ich denke, das ist bei jedem Sportler vorhanden. Wenn man nicht ehrgeizig ist, dann muss man keinen Sport ausüben. Es ist wirklich, wenn man kommt und sagt, ich will gewinnen, dann muss, oder ich will spielen, dann spielt man auch fürs Gewinnen, nicht unbedingt fürs Verlieren. Sonst wäre man kein Sportler. Dann gleichgesinnt sein. Also ich denke, es ist wichtig, dass das Mädchen merkt oder dass es gleichgesinnt ist, dass es im gleichen Boot ist mit den Jungs. Und dort spielt das Geschlecht keine Rolle mehr, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Also schau dich gleich an, wie alle anderen auch. Und du bist Teil vom Team. Das ist ganz wichtig. Dann, ich habe dort den Tiger genommen. Ich finde es cool, weil er zeigt Stärke. Sei stark, mutig, tapfer. Hä? Und zeige den anderen, was du kannst. Und dann, ganz wichtig, versuche einfach dich selbst zu sein und nicht kompliziert oder jemanden nachzuspielen oder nachzuahmen. Wirklich dich einfach dich selbst zu sein, natürlich zu sein, weil das kommt immer am besten rüber. Dann, ich finde, humorvoll passt vielleicht auch gut dazu, weil, ja, ich habe das selbst auch immer erlebt und ich erlebe es auch jetzt immer noch. Es gibt wirklich, in einem Team fallen halt Sprüche und das gehört dazu. Ich meine, darüber muss man auch lachen können. Deswegen finde ich es mega wichtig, wenn man humorvoll ist, weil ich glaube nicht, dass die Witze jetzt unbedingt persönlich gemeint sind. Das sind eher so allgemein Witze und darüber kann man auch mal lachen und es nicht persönlich meinen. Weil wenn man das zu persönlich nimmt, dann wird es sicherlich auch schwierig, vor allem im mentalen Bereich. Dann robust, ja, ich finde, ein Mädchen muss dastehen und zeigen, hey, ich bin und ich kann etwas, robust sein. Und dann, ganz wichtiger Teil, mentale Stärke. Weil wenn man nicht mental ist, gerade auch als Torhüter, sondern ein bisschen sensibel, das zeigt Schwäche und Schwäche ist angreifbar. Und bei der mentalen Stärke ist auch gemeint, versuche vielleicht als Mädchen eine Bezugsperson zu finden, die du weißt, hey, der kann ich alles erzählen, die, das bleibt geheim, mit der kann, ist wirklich eine anvertraute Person, wo du auch mal deine Sorgen rauslassen kannst, vielleicht ein bisschen sensibler sein kannst und dass die wieder Kraft gibt, damit du mental stark bist, dass du Bestand halten kannst. Aber es heißt nicht, dass du natürlich auch nicht sensibel sein darfst. Also du darfst ruhig auch mal deine sensible Seite zeigen. Es ist einfach wichtig, wann, wo und wie. Genau. So, und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema, des Zyklus der Frau. Man hat es ja schon viele Male gehört in den Medien. Und wie ich vorher gesagt habe, bei Fabiola Bachmann, das war, glaube ich, FC Chelsea, die das zum ersten Mal so ein bisschen herausgebracht haben und darüber erzählt haben, wie sie trainieren und. Also wirklich ein interessantes Thema, was mich auch immer wieder in letzter Zeit fasziniert und ich wirklich auch empfehlen oder weitergeben möchte. Also, ich habe hier die vier Phasen der Frau aufgezeichnet oder des Zyklus aufgeschrieben. Und zwar ist es so eine Skala, wo aber wirklich auch ein bisschen auch für den allgemeinen Sport dasteht. Es ist nicht unbedingt, dass es jetzt eine Skala ist, die für den Spitzensport gilt. Weil ich denke, wenn man im Spitzensport dann schon wieder ein bisschen in diesem Bereich tätig ist, wird dann der Zyklus oder eben das Trainings sowieso individuell auch angepasst. Also bei der ersten Phase, die Menstruation, das ist ja dort, wo die Frau die Periode hat. Und dort wäre die Dauer von dem, wäre dann 3 bis 7 Tage. Und dort wäre gut, wenn man während dieser Zeit so lockere Läufe macht oder eben Yoga oder Stretching. Also wirklich, dass man sich ein bisschen während dieser Zeit auf diese verschiedenen Arten wie vom Training berücksichtigt. Dann bei der Follikelphase, das dort, wo sich die Eizelle versucht zu entwickeln, bevor dann der Eisprung ist. Und die dauert 7 bis 10 Tage. Und dort seht ihr jetzt, ist eigentlich die Frau wirklich am intensivsten, wo sie sagt, ey, wir können voll Gas geben im Krafttraining, wir können voll das Heat machen. Also wirklich, dort ist eigentlich die Frau sehr gut bereit,
die Leistungsintensität zu oder die Phase, wie sagt man dem, dass man leistungsfähiger wird, ist dort relativ hoch. Also in dieser Phase wäre gut, wenn dort das Mädchen oder eben den Teenager-Alter oder die Frau dann sehr viel Wert auf Heat oder intensives Krafttraining auslegt. Dann bei der Ovulationsphase, das ist eben dann dort, wo das Ei, die Eizelle befruchtbar wäre. Und das dauert eben dann die 3 bis 5 Tage an. Und dort ist die Trainingsintensität dem sinkenden Energielevel anpassen. Also ganz wichtig, das heißt nicht, dass man, wenn man, ah, heute bin ich müde, ich muss nichts machen, dann lasse ich das so. Dann heißt es einfach, okay, wir passen unser Training ein wenig an. Wir können Krafttraining machen vielleicht, aber wir machen vielleicht weniger mit schweren Gewichten oder zum Beispiel beim Heat macht man vielleicht nicht 4 Serien, macht man vielleicht 3 Serien. Also passt man das einfach ein bisschen dem Energielevel an. Und dann bei der Lutealphase, das ist eigentlich dort, wenn die Eizelle nicht befruchtet worden ist, fällt die ab und versucht dann eben dort die 10 bis 14 Tage ist die Dauer von dem. Und dort ist niedrige Intensität beim Krafttraining, lockere Regenerationsläufe, also fängt das eigentlich dann wieder langsam an, in die Richtung vom Follikelphase zu durchlaufen. Und ja, ich finde es ein spannendes Thema, weil ich finde einfach, es ist wichtig, gut für die Athletin, weil die Athletin kann durch die Zyklusanphasen kann es ihr helfen, den Trainingsanpassungen zu machen, und durch das kann sie ihre Leistungsfähigkeit verbessern. Also das heißt eigentlich, wenn ich ein bisschen versuche, nach dem Plan zu trainieren, dass ich eigentlich dann mich besser mache, dass ich zum Beispiel in der Physis stärker werde als sonst, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, heute habe ich volles Heat-Training und ich bin gerade in der Phase von der Menstruation, wird mich wahrscheinlich nicht viel weiterbringen. Im Gegensatz, wenn ich ein bisschen auf den Zyklus schaue und weiß, ich bin jetzt auf der Follikelphase, dann kann ich heute Heat machen, dann mache ich das auch, und das kann eben die Leistungsfähigkeit verbessern. Dann Risiko der Verletzungen können dadurch verhindert werden. Also eben das richtige Trainieren ist auch dazu geeignet, damit man eben die Verletzungen verhindern kann. Und eines meiner wichtigsten Punkte, also das ist wirklich aufgepasst an die Coaches. Es ist nicht, dass dies oder der Zyklus der Frau eine Auswirkung haben sollte auf einen Wettkampfeinsatz. Also es ist wirklich, dass die Zyklusphasen sind eigentlich dafür da, für eine Trainingsanpassung. Weil es kann ja das Training optimieren und die Athletin kann sich danach völlig darauf konzentrieren, wann und wo, was sie in welcher Phase machen sollte. Deswegen ein großes, großes Anliegen von mir, auch an die Coaches, versucht dies wirklich ein bisschen auch zu unterscheiden. Und vielleicht manche hatten jetzt die Gedanken, ah ja, dann kann ich sie ja während dem Wettkampf, weil sie zum Beispiel in der Phase ist von, nehmen wir jetzt mal an, der Menstruation, nicht spielen lassen. Nein. Das stimmt nicht, das ist gar nicht so. Es ist eher einfach eine Anpassung, eine Hilfe, damit die Frau physisch stärker werden kann. Also wirklich, wirklich, ich appelliere an das, es soll keine Auswirkungen haben auf den Wettkampfeinsatz. Und nachher, ja, ich denke immer, es ist ein bisschen schwierig, dieses Thema vor allem auf... vor allem im Teenager-Alter oder wie, zum Beispiel, ich bin Coach und ich sage, hey, wie bringe ich jetzt das meinem Mädchen, das ich mit dem Team habe, wie spreche ich vielleicht das an auf den Zyklus und so, ist wirklich, ich weiß, ist mega schwierig. Aber weil es auch ein persönliches Thema ist und vor allem in diesem Alter nicht gerne angesprochen wird. Aber ich denke einfach vielleicht, dass man es einfach mal in einem persönlichen, individuellen Gespräch ihr mal vielleicht eine Skala gibt und sagt, hey, schau mal, wenn du Interesse hast, ich gebe dir mal die Liste, schau sie doch mal zu Hause an. So können wir vielleicht deinen Trainingsplan besser anpassen. Schau es doch einfach mal in aller Ruhe an. Und ich glaube, irgendwann einmal wird das sicherlich auch kommen, wo das Mädchen sagt, wenn es Vertrauen in euch hat, hey, coole Idee, komm, wir machen es. Oder zum Beispiel, man kann es auch mal den Eltern nach Hause mitgeben und sagen, hey, schau mal, das ist ein bisschen so die neue Theorie oder was man sagt, das könnte gut sein. Versuchen wir es doch mal, was denkt ihr? Vielleicht sie auch ein bisschen mit einbeziehen. Also es gibt immer Wege, die man finden kann, wenn man wirklich will. So, und dann hier
Aus Sicht einer Torhüterin einer Männermannschaft, ich glaube, ich möchte dort nicht allzu viel erzählen, weil ich denke, ich kann das sicherlich dann auch in der Fragestunde oder jetzt, wenn wir noch Fragen haben, würde ich dann sicherlich auch noch ein, zwei persönliche Beispiele nennen, falls ihr gerne Lust habt oder mich fragen, vielleicht sicherlich auch mit Fragen bombardieren. Ich bin dazu da, ich bin sehr offen und habe immer gerne, wenn man mich etwas fragt. Also an dieser Stelle habe ich noch ein Bild, wo ich wirklich gut finde, wo ich denke, schlussendlich ist es egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge im Tor ist. Im Schlusseffekt zählt wirklich im Spiel einfach halten Puck, egal wie. Also das ist so wirklich, wo ich finde, wo wirklich passt dazu. Also es muss nicht geschlechtsabweichend sein. Egal Mädchen oder Junge, jeder soll einfach seinen Job machen und den Puck halten. Also, wir sind bei den Fragen angelangt. Falls jemand noch gerne Fragen hat oder irgendetwas, bin ich sicherlich gerne da, für die Fragen zu beantworten. Ja, super, ja, super, vielen Dank, Sophie. Du hast uns da sehr, sehr interessante Inputs gegeben. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt ist es an euch. Sonst, bis Sie da Ihre Fragen getrauen zu stellen, frage ich mal eine. Sophie, mich würde interessieren, dein Werdegang, als du mal begonnen hast mit Eishockey, hast du sicher, denke ich mal, bei einer Männermannschaft begonnen, und wann hast du dich dann entschieden, den Wechsel zu machen zu den Frauen? Oder was würdest du da empfehlen, jetzt bei einer Torhüterin beispielsweise? So ein bisschen aus deiner Erfahrung. Mhm. Also ich habe ja wirklich auch, wie ich glaube, wie die meisten auch, habe ich mit den Jungs angefangen zu spielen. Und ich war eigentlich während den ganzen Nachwuchsstufen, solange ich konnte, spiele ich eigentlich mit den Jungs oder habe ich mit den Jungs gespielt. Ich habe dann auch nachher, sagen wir in der Zwischenzeit, bin ich sicher auch ins Frauen-Eishockey eingestiegen mit dem HC Lugano und habe dort auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht, muss ich wirklich auch sagen. Und ja, ich glaube einfach, es ist wichtig, im Schlusseffekt, als Torhüter ist es nicht wichtig unbedingt, wo man spielt und ob es jetzt bei den Männern ist oder bei den Frauen. Im Schlusseffekt ist wichtig als Torhüter, dass du deine Erfahrungen machen kannst und dass du eigentlich praktisch, ich sage jetzt mal so, umso mehr Schüsse, dass du erhältst, umso besser wirst du. Oder? Also es muss auch nicht immer unbedingt, in dem besten Team muss man auch nicht immer spielen. Also als Torhüter sehe ich das eher so, umso mehr Schüsse, dass du erhältst in einem Spiel, umso besser kannst du werden. Ja, und ja, ich denke, eigentlich Schlusseffekt ist es egal, ob man im Frauen-Eishockey tätig ist oder in einem Männer-Eishockey. Aber sicherlich bei dem jungen Alter würde ich jetzt auch mal sagen, wenn es geht, probiere einfach so lange wie möglich ein bisschen mit dem Männer-Eishockey dich zu befassen. Sagen wir es mal in den Nachwuchsstufen. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht bei den Frauen-Eishockey tätig sein kannst. Also ich glaube, man findet dort immer eine gute Lösung und gute Wege, wie man beides unter einen Hut kriegen kann. Ja, vielen Dank. Gibt es schon Fragen? Wer getraut sich? Ihr könnt nur das Mikrofon einschalten und los sprechen. Ja, ciao zusammen. Darf ich schnell? Ja, selbstverständlich. Hoi Peter. Hallo. Hallo Sophie. Hallo. ich weiß nicht, ob das direkt eine Frage ist, aber von einem Erlebnis, als ich noch beim SC Unterseen Nachwuchscoach war, hatte ich ein Erlebnis mit einem Mädchen, ich glaube, du kennst sie. Sie hatte dort selber eine Garderobe. Und sie rufte mich zu ihr, weil die Weste nicht passte. Und beim Schritt in die Garderobe kam mir in den Sinn, dass das ja wahrscheinlich nicht so unproblematisch ist. Und ich weiß nicht, ich bin froh, hast du gesagt, dass die Mädchen integriert sein sollten in die Knabengarderobe, weil dort ist man dann unter mehr Leuten. Aber ich finde, wenn sie eine separate Garderobe haben, ist das nicht so unproblematisch, genau für solche Sachen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst.
Ja, also eben wie gesagt, ich denke, das ist wirklich gut, dass man die Mädchen in das Garderobe der Jungs integriert. Und ich persönlich kann jetzt auch von meiner Sicht ein bisschen reden. Früher war es halt noch mal ein bisschen anders, weil es war eher seltener, dass die Mädchen Eishockey spielten oder mit den Jungs mit dabei waren. Und wir hatten einfach auch klare Regeln von Anfang der Saison gemacht. Und eben zum Beispiel während ich duschen gegangen bin, sind halt die Jungs auslaufen gegangen. Oder zum Beispiel, wenn ich die Unterwäsche mich umgezogen habe, sind sie halt schon sich früher einwärmen gegangen. Also es sind einfach so Sachen, die man ein bisschen, ja, die man befestigen muss. Wie das sage ich, ja, das sind einfach, das gehört einfach dazu und die Jungs müssen das lernen zu akzeptieren. Ich glaube, dann wird es kein Problem sein. Und wie du auch gesagt hast, mit dem, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man dann, sie ruft dich, hey, kannst du mir helfen bei der Weste? Und dann, ja, gibt es halt Probleme, weil du ein Mann bist, blöd gesagt, und in die Garderobe von dem Mädchen eintrittst. Und ja, du bist halt dann wirklich, wie gesagt, alleine mit dem Mädchen in der Garderobe. Und es können ja so viele Sachen, wie soll ich es dir sagen, ja, es ist schwierig. Für den Coach ist es wirklich nicht einfach. Aber daher denke ich einfach, geht doch einfach am besten zu zweit. Wenn du die Chance irgendwie hast, dass noch ein Assistenzcoach da mit dabei hast oder so, versuche, dass der auch mitgeht oder einfach vor der Tür wartet oder dass man ja sich einfach ein bisschen absichern kann, finde ich wirklich noch wichtig, weil es kann heutzutage wirklich auch problematisch werden. Ich habe es selber auch erlebt, weil zum Beispiel bei den Männern U14 ist wirklich auch witzig. Ich als Frau bin Goalie-Coach und ich habe am Anfang, weil es für mich so völlig normal ist, einfach in die Garderobe hineinzugehen, habe ich auch nicht überlegt. Und kurz vorher ruft mich einer im Korridor hinzu: Hey, klopf dann noch an, weil sonst hast du dann auf einmal Probleme, wenn du hineingehst und du siehst dort alle vom Duschen, blöd gesagt, nackt, oder? Und wenn das jemand dann nach Hause zählen kommt, dann hast du dann vielleicht eben, sind nicht alle Eltern vielleicht so locker, wo das so easy sehen, würde ich jetzt mal sagen. Darum, ja, man muss schon immer ein bisschen der Kopf mit dabei haben, sage ich jetzt mal so, ja. Ja, ich denke auch nicht, dass die Knaben oder die Teammitglieder das Problem sind. Ich denke, das Problem ist für Außenstehende, wenn sie sowas Genau, sehen und das genau. nicht verstehen. Genau, darum, ich denke wirklich auch, jetzt wie ich habe noch gerade überlegt, vielleicht kannst du auch versuchen, wenn das vielleicht noch mal vorkommt, wenn sie Hilfe braucht beim Matchstress oder Leibchen hinüberzuziehen, dass du ihr sagst, okay, dann komm bitte vor die Garderobe. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht mit ihr in einem eigenen Raum bist, sondern dass du quasi ihr hilfst also in der Öffentlichkeit, ein bisschen draußen, wo es vielleicht auch andere Leute umher hat. Ja, das habe ich dann schlussendlich auch so gemacht. Ja, ich weiß, es ist nicht so ein einfaches Thema, weil ja, früher war das halt wirklich, hat man darüber nie nachstudiert und mittlerweile ist halt die Zeiten haben sich dort ein wenig geändert. Ja, Merci. bitte. Danke für die Frage, Besche. Gibt es weitere Fragen? Die sind alle so scheu, Sophie. Ja, da sonst frage ich noch eine, was mich noch interessieren würde. Du hast eben gesagt, oder eben auch oder respektive Alina Müller hat ja das auch noch erwähnt, beweisen, also dass die Torhüterin oder die Frau sich be mehr beweisen muss. Wann hast du das Gefühl gehabt, auf welcher Stufe oder wann beginnt das beim Mädchen oder bei der Frau dann, wo man das bekommt, irgendwie das ist dieses Gefühl. Beginnt das schon früh oder eher dann später, wenn es dann wirklich geht, um einmal in die Frauenmannschaft zu wechseln von den Knaben, oder das würde mich noch interessieren. Also grundsätzlich, ich meine, wenn man Kind ist auf der Stufe U9, U11 und U13, würde ich jetzt mal sagen, U15 ist das noch nicht so das Thema. Da spielt man einfach Eishockey, wahrscheinlich zum Teil noch kopflos, macht man sich dort nicht so Gedanken darüber. Aber ich glaube dann schon in der U17, U20 älter,
ich glaube, in der Teenie-Phase fängt man an, sich dort ein bisschen auch zu befassen, weil es gibt ja dann eine Abkreuzung, sage ich mal, entweder gehst du ein bisschen auf die Richtung Spitzensport oder du gehst eher Breitensport. Und ich glaube, da fängt es dann an, dich ein bisschen zu befassen, ey, ich muss mich mehr beweisen. Bei mir ist dann nachher wahrscheinlich, ja, bei mir ist das wahrscheinlich in dem Alter U20 Elite gewesen. Und vor allem in der ersten Liga, wo du einfach gemerkt hast, das erste Jahr musst du dich halt durchsetzen, du müsstest dich ja eigentlich beweisen können, auch gegenüber den anderen Teams. Du willst denen zeigen, hey, ich bin eine Frau und ich kann mithalten. Also du zeigst es auch den anderen Teams. Und nachher mit der Zeit wird die Erfahrung kommen und sie wissen, okay, ist ein Mädchen mit dabei. Beweist du dich eigentlich dem Team täglich neu? Also du möchtest das Team auch immer wieder herausfordern, immer wieder zeigen, hey, siehst du, ich bin immer noch genau gut und ich bin immer, je älter ich komme, ich bin immer noch besser. Also ich glaube, du in dieser Phase nach dem Teenie-Alter, wo du dich entschieden hast, ein bisschen in den Leistungssport zu gehen, fängt das an, denke ich mir jetzt mal. Mhm. Ja, wie war dann das? Du warst die erste Torhüterin, die gegen einen National League Club gespielt hat. Wenn man sich das vorstellt, ja, zuerst mal vor, es schaffen ja nicht mal viele Männer, das einmal zu erreichen. Und du hast das geschafft als Frau. Als du das, ja, diese Message bekommen hast, diese Nachricht, hey, ich werde dort spielen, war das immer dein Ziel, einmal gegen eine solche Mannschaft zu spielen? Oder wann war das wann wurde das Realität? Klar, also ich denke, wenn man jung ist und hat man ja Träume und Ziele, die man verfolgen will. Und für mich war sicher auch immer ein Ziel, so gut wie es geht, so in die höchste Liga zu spielen, wäre für mich immer ein Traum gewesen. Aber irgendeines Tages sagst du, okay, hey, ich habe es jetzt bis dorthin geschafft, ich bin zufrieden, ich bin gut, ich kann damit leben. Mhm. Und als dann vor allem, wann war das? 2019, glaube ich, ja, genau, die Message gekommen war, dass wir gegen Genf in ACA spielen können, ja, es war schon, also, boah, es war wirklich cool. Also, die hatte riesen Freude und ich hatte eigentlich, bis dahin habe ich mir immer so gedacht, ey, jetzt darfst du dich einfach ja nicht verletzen, eben in einem Training oder in einem Freundschaftsspiel sonst, weil ja, dann sonst erlebst du das wahrscheinlich nicht mehr und das wird wahrscheinlich das erste und das letzte Mal sein, dass du das erleben kannst, oder? Und das war sicher ja einer von meinen speziellen Momenten, die ich erlebt habe und es war mega schön, weil auch der Respekt gegenüber von der anderen Mannschaft, wo von Genf kam, also war wirklich auch groß, das musste ich wirklich auch sagen. Es war jetzt nie irgendwie so, dass sie von oben herab gesagt haben, ja, ein Mädchen, gehen wir schnell mal raus und schießen da 5, 6, 7 Tore, es wird ja easy und, oder? Also es war wirklich auch vor dem Spiel und nach dem Spiel war wirklich, und auch natürlich während dem Spiel war großen Respekt da, das musste ich wirklich sagen. Ja, also super. War cool, ja. Sehr gut, wunderbar. Cool, ja. Gibt es immer noch keine Fragen? Ja, jetzt ist da etwas gekommen. Jawohl, Franziska. Ja, ich habe eine Frage wegen den Lizenzen. Also du hast vorhin gesagt, dass die Mädchen bei den Jungs spielen und dann zum Teil auch Frauen-Eishockey spielen können. Ich habe vor 20 Jahren mit Daniela, habe ich gesehen, ist auch da, wir waren teamgespannlich gespielt. Wie ist das heutzutage mit den Lizenzen? Also ist das kein Problem, bei den Frauen und bei den Jungs zu spielen? Wie sieht das aus? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich weiß, damals, als ich gespielt habe, war ja, ich hatte ja die A-Lizenz beim Stammclub und ich, vielleicht Dömo oder Daniela könnt dann mich dann noch korrigieren, vielleicht wie es neu aussieht. Aber hattest du die A-Lizenz beim Stammclub und du hattest noch eine B-Lizenz bei einem weiteren Herrenteam, wo du geben konntest. Und dann gab es da die Frauenlizenz, das wäre die, ich glaube, das ist noch, du hattest als Frau hattest du drei Lizenzen zur Verfügung damals. Heutzutage weiß ich nicht, wie es gerade ist. Ich glaube, das Mädchen kann mit den Jungs spielen und kann aber auch mit den Damen spielen. Und zwar, ich glaube, vor allem jetzt in der Women's League
musst du, glaube ich, 6 Spiele, bevor die Playoff anfangen, gespielt haben. Und dann kannst du kannst hin und her switchen. Also es ist wirklich so, du kannst die A-Lizenz haben bei den Mann, kannst aber noch eine Lizenz bei den Frauen haben, wo du eben hin und her switchen kannst. Ich glaube, das ist auch noch ein guter Punkt, finde ich, auch für die Coaches, damit eben, ja, wenn es ein Mädchen mal vielleicht nicht Samstag spielen kann, hat man eben auch noch die Möglichkeit, am Sonntag mit den Mädchen oder mit den Frauen spielen zu gehen. Das ist sicher auch ein großer Pluspunkt, dass das Mädchen auch hat. Also Tömo, gell? Ich weiß nicht, also, da müsste jetzt schon fast Daniela einspringen. Sie ist ja auch da, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmen würde. Oder also vielleicht wird Daniela noch kommen. Ja, super. Ja, hallo miteinander und auch hallo Franzi, freut mich sehr, dich hier zu sehen, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich denke, das ist unverändert, Sophie, deine Ausführungen stimmen so. Also wir haben ja hier eine Gap oder einen Unterschied zwischen den Feldspielerinnen und den Torhüterinnen. Die Feldspielerinnen sind vom Alter her begrenzt bis um mit 18 Jahre jetzt ab nächster Saison und Nachwuchsstufe U17, wo sie spielen dürfen bei den Jungs und zusammen auch bei den Frauenteams, Women's League, SVL B, C oder D, wo bei den Torhüterinnen diese Beschränkung oder diese Einschränkung nicht gilt, sondern die dürfen bis oben unbegrenzt an und für sich, solange die Leistung stimmt, spielen. Ich hoffe, das reicht so. Als Antwort und Bewertung. Danke, auch gleichfalls. Irgendwie 20 Jahre oder so, gell? Ist es ja, muss so wirklich cool schauen, gell? Ja. Gut, danke vielmals, ja, das ist gut. Danke, vielen herzlichen Dank. Jetzt ist noch eine Frage hineingekommen an dich, Sophie, von Lia Rubin. War es für dich einmal ein Thema in jungen Jahren, in einer U16 oder U18 Junioren-Nazi zu spielen? Oder war das gar nicht möglich? Aha. Ja, also früher, vor allem bei, ich kann jetzt aus Erfahrung reden, wenn ich jung war, gab es, glaube ich, die U14 und U16 bei den Damen noch nicht ganz. Also bei den Damen war ja die U18 die erste Stufe von den Frauen-National-Teams. Mittlerweile hat sich ja das auch geändert, wird jetzt mittlerweile ja auch bis U14 schon starten. Aber ich persönlich habe mit den Jungs U13, U14 und U15 gemacht und nach U15 war dann, glaube ich, der Schluss, wo dann man musste wechseln auf die U18 zu den Damen, sagen wir es mal so. Und ja, also ich hatte ja, weiß nicht wie viel, ich glaube, ich habe drei WMs gemacht mit der U18, ich bin mir nicht mehr gerade sicher, aber ich war auch sicherlich dort mit dabei und eine Erfahrung wert für jede, die das erleben kann, denke ich mal. Also auf jeden Fall. Soll man erleben, wenn man die Chance hat. Soll man das auch nutzen. Wunderbar, ja. Ich denke auch, das ist eine sicher coole Erfahrung. Ja, gibt es noch eine Frage? Und sonst würde ich dann Sophie das Schlusswort geben. Ich glaube nicht. Ja, Sophie, vielleicht hast du noch ein Schlusswort für die jungen Mädels, wo du ihnen wünschst oder sagen möchtest. Ich glaube, das Schlusswort gebe ich natürlich dir. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es viele Mädchen gibt, die man begeistern kann und Eishockey zu spielen ist natürlich sicher auch an die Coaches, also versucht wirklich auch die Mädchen zu begeistern für Eishockey, weil ich glaube, es ist nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädchen und ich glaube, wir brauchen das, dass wir stark zusammen sind, damit wir das Eishockey weiterhin auch in der National League oder eben fördern können. Also darum sage ich wirklich, ey, habt keine Scheue, nützt die Chance, wenn ein Kind spielen will, egal Junge oder Mädchen. Holt es ab und versucht es ja zu integrieren. Auch auf meiner Seite, ich danke euch fürs Zuhören, hat wirklich mega Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch alle irgendwo einmal auf einer Eisbahn oder so. Ja. Von meiner Seite aus wünsche ich euch noch viel Erfolg für die neue Saison und alles Gute in der Zukunft. Ja, vielen Dank, Sophie. Herzlichen Dank und natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für das Interesse und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis bald. Danke.